Hallo, mein Name ist Felicia Binger. Ich bin seit meiner Corona-Impfung im Mai 21 krank. Um jetzt hier nicht den Rahmen zu sprengen, weil es eigentlich um einen sehr pikanten Artikel gehen soll, packe ich euch ein paar Beiträge unten in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr noch mal genauer nachlesen und nachschauen, was es ja mit dem Post-Vax-Syndrom auf sich hat. Und zwar soll es heute um einen Artikel gehen von der Süddeutschen Zeitung, der gestern rauskam, wobei hier heute nochmal, habe ich gesehen, um 14 Uhr eine Änderung stattgefunden hat. Was genau geändert wurde, weiß ich nicht. Ich habe den Artikel erst heute gelesen. Und zwar ist die Überschrift: Keine Häufung von chronischer Erschöpfung nach der Corona-Impfung. Dazu ist mir übrigens aufgefallen, dass es einen Artikel gibt von der Pharmazeutischen Zeitung. Da heißt die Überschrift: PEI findet kein Sicherheitssignal für Post-Vec-Syndrom. Was ja erstmal so als Aussage auch in Ordnung ist. Allerdings sind die Inhalte wirklich sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob eins zu eins kopiert, aber inhaltlich wirklich sehr nah dran. Der Unterschied zwischen der Pharmazeutischen Zeitung und dem Artikel in der Süddeutschen Zeitung ist, dass die Pharmazeutische das ganz einfach nur aufdröselt und ohne persönliche Meinung einfach nur sagt, was sind die Zahlen vom PEI, was sagt das Paul-Ehrlich-Institut. Die Süddeutsche Zeitung mit dem Artikel von Dr. Werner Bartens framet das allerdings, und das geht in eine ganz bestimmte Richtung, und er hat eine ganz klare Haltung dazu, und das schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen an. Ja, es geht eigentlich direkt schon los mit: Das Paul-Ehrlich-Institut findet keinen Hinweis auf das sogenannte Post-Vec-Syndrom. Dabei werden in Deutschland weit mehr Verdachtsfälle gemeldet als in anderen Ländern. In Deutschland ist die Aufmerksamkeit für Spätfolgen der Corona-Impfung offenbar ausgeprägt. Besonders die chronische Erschöpfung, die als Hauptmerkmal eines Post-Vec-Syndroms genannt wird, medizinisch aber umstritten ist, erfährt viel Beachtung. Hier wird jetzt gerade so getan, als wäre das eine Selbstverständlichkeit, dass dieses Thema überhaupt so viel Aufmerksamkeit hat. Dazu schon mal erstmal: Ich bin mit sehr vielen anderen Betroffenen, die sehr, sehr engagiert sind, während sie schwer krank sind, seit über einem Jahr dran, Medien zu schreiben, Politikern zu schreiben, Ärzten zu schreiben, sich um Hilfe zu bemühen. Wir tun alles, was wir können, seit über einem Jahr. Und trotzdem hat es uns über ein halbes Jahr gekostet und so lange gedauert, bis der erste Bericht über diese Beschwerden rauskam. Es ist also nicht so, dass das durch Zufall so ist, dass es hier eine besondere Aufmerksamkeit erfährt, sondern da sind ganz viele extrem schwerkranke Menschen, die aus ihren Betten heraus sich darum bemühen, sich einsetzen für andere Betroffene und alles versuchen in ihrem Zustand, um etwas dafür zu tun, dass Awareness geschaffen wird und dass Betroffene vor allem Hilfe bekommen. Der Grund, warum die Betroffenen das machen mussten, ist, dass sie keine ärztliche Hilfe bekommen haben. Also es ist ja nicht so, dass man zum Spaß hergeht und für ein Thema Aufmerksamkeit schafft, weil man nichts Besseres zu tun hat, sondern diese Menschen haben alle ärztlich keine Hilfe bekommen und mussten darum diesen Weg an die Medien gehen, weil sie keine andere Wahl mehr hatten. Und das, obwohl sie große Angst hatten, dadurch ihren Job zu verlieren oder sonstige Nachteile zu haben, weil das leider einfach auch der Fall ist. Auch bei mir war das so. So, und weiter: Im aktuellen Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts werden 472 entsprechende Ereignisse im Zusammenhang mit einer Impfung gegen Covid-19 aufgeführt, was angesichts von 183 Millionen Impfungen in Deutschland bis Ende Juni aber äußerst wenige sind. Die Meldungen stammten laut PI mehrheitlich von betroffenen Patienten. Der Autor möchte den Lesern also hier suggerieren, dass es nicht so ernst zu nehmen ist, weil die Betroffenen es selbst gemeldet haben und es nicht von einem Arzt getätigt wurde. Dass genau aber das das Problem ist, hat er scheinbar nicht mitbekommen, beziehungsweise hat sich offensichtlich nicht mit dem Thema befasst. Weil Ärzte ganz im Gegensatz zu den Impfungen nicht dafür bezahlt werden, dass sie melden, dass es sie. Es kostet sie extrem viel Zeit, diese Meldungen zu tätigen, die sie einfach meistens im Praxisalltag nicht haben, beziehungsweise aufgrund von genau solchen Artikeln oftmals immer noch der Meinung sind, dass diese Nebenwirkungen nicht existieren, nicht so ernst zu nehmen sind, oder ja, sie schieben es eben auf die Psyche. Also, laut des Sicherheitsberichts vom Paul-Ehrlich-Institut
werden 472 entsprechende Ereignisse im Zusammenhang mit einer Impfung gegen Covid-19 aufgeführt. Nochmal ganz kurz im Vergleich dazu. Aktuell sind auf der Warteliste von Professor Schiefer in der Post-Vac-Ambulanz in Marburg 4000 Menschen und die Ambulanz ist seiner Aussage nach bis nächsten Sommer voll. Und dazu auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass also umso später diese Menschen mit Post-Vac behandelt werden, umso weiter gehen die Nervenschäden, Gefäßschäden und so weiter, schreiten weiter voran und umso später behandelt wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass eben bleibende Schäden bleiben. Und obwohl also ganz offensichtlich eher viel zu wenig gemeldet wird, sagt das PI sogar dazu, dass man wahrscheinlich von einer Übererfassung ausgehen kann. Der Begriff Post-Vac-Syndrom umfasst Gesundheitsstörungen in unterschiedlichem Abstand zur Covid-19-Impfung, die ähnlich wie bei Long-Covid oder ME/CFS ist, mit Herzrasen nach dem Aufstehen oder im Stehen. Auch für Zyklusstörungen und Krampfanfälle nach der Impfung hat das PI keine Häufung festgestellt. Also auch hier ist es natürlich wieder sehr eingeschränkt dargestellt. Darum werde ich jetzt, ohne weiter groß darauf einzugehen, hier einmal einblenden, was für Nebenwirkungen das so sind, die ich und andere Betroffene haben. Nochmal kurz zu den Zyklusstörungen. Da hat Female Company, ich blende es hier ein, einen Post im Januar gemacht, wo es um eine erste Studie zur Corona-Impfung und Periode ging. Da wird gesagt, dass die Periode sich um etwa einen Tag verschieben kann, dass die Impfung allerdings auf Dauer keine Auswirkungen auf den Körper hat bzw. auf den Zyklus hat. Darunter haben dann ganz, ganz viele geschrieben, dass sie das Gefühl haben, sie werden total unterdrückt mit ihren Schwierigkeiten, dass es nicht nur das Problem ist, dass ein Tag ihr Zyklus verschoben ist, sondern dass die Probleme seit Monaten bestehen. Auch ich habe das dort kommentiert. Daraufhin wurde mein Kommentar und auch das ganz, ganz vieler anderen gelöscht. Das heißt einfach, was ich damit sagen will, auch da sieht man wieder, dass Probleme im Zusammenhang mit der Impfung einfach heruntergespielt werden, anstatt dass man sagt, okay, das ist da, ihr habt das, nachzuschauen, woher kommt das, warum ist das so und was kann man tun, wie kann man helfen. Die Gesamtzahl der Post-Vac-Verdachtsmeldungen, zu denen Ärzte und Apotheker verpflichtet sind, die aber auch von Betroffenen und Angehörigen eingereicht werden können, ist sehr gering. Dazu eine kleine Anekdote. Als ich meine ersten Nebenwirkungen bekam, eine meiner ersten Nebenwirkungen war die Urtikaria, die Nesselsucht, bin ich sofort zum Hautarzt gegangen. Der hat das auch sofort als Nesselsucht diagnostiziert und angesehen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass es das ist. Ich wusste nur, alles juckt, alles ist angeschwollen, ich habe Ausschlag. Der hat erstmal ausgeschlossen, dass es von irgendwelchen Viren kommt. Er konnte also keine Ursache für die Nesselsucht direkt finden, sagte mir das auch, fragte mich dann, was ich gemacht hätte, ob ich krank gewesen wäre, was es sein könnte. Ich habe lange überlegt und irgendwann ist mir eingefallen, ah stimmt, ja, ich habe mich impfen lassen vor so und so vielen Tagen. Da ist mir auch eigentlich schon direkt ins Wort gefallen und hat mir gesagt, dass es mit der Impfung nichts zu tun haben kann. Zu Hause habe ich dann rausgefunden auf der Seite des Paul-Ehrlich-Instituts, dass Nesselsucht eine offiziell geführte Nebenwirkung ist. Hat die also gemeldet, obwohl sie dazu verpflichtet ist? Nee, hat sie nicht. Derzeit kann angesichts der Spontanberichte auch im internationalen Kontext kein Signal für anhaltende, mit Müdigkeit einhergehende Beschwerden nach Covid-19-Impfung detektiert werden, lautet die Schlussfolgerung des PI. Okay, also muss man da detektiv sein, um zu merken, dass bei 400 gemeldeten Fällen beim PI und gleichzeitig bei 4000 Leuten in der Spezialambulanz in Marburg, die da auf der Warteliste hocken, dass da irgendwas nicht ganz stimmt? Ruft man da mal an? Fragt man da vielleicht mal nach? Und liest man sich eigentlich auch die Berichte durch der Menschen, die schon in Marburg behandelt wurden, was mittlerweile auch über 300 sein dürften? Und schaut da mal. So, jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingsstelle. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte im Juni in einem Video,
Klammern Kaltext, über Post weggesagt, das muss ernst genommen werden, das darf man nicht unter den Teppich kehren, macht er trotzdem. Obwohl Lauterbach in dem gut zweiminütigen Video mehrmals betonte, dass Post weg äußerst selten sei und weniger schwer verlaufe als mögliche Folgen einer Infektion, wurde die Äußerung von Aktivisten als Bestätigung ihrer massiven Beschwerden aufgenommen. Der Autor schreibt, obwohl Lauterbach in dem gut zweiminütigen Video mehrmals betonte, dass Post weg äußerst selten sei und weniger schwer verlaufe als mögliche Folgen einer Infektion. Okay, mal kurz Stopp bis hier. Also, der Verfasser lässt hier die Aussage von Lauterbach also einfach ungeprüft so stehen und erhebt ihn zur einzig wahren Autorität, indem er sagt, obwohl Lauterbach gesagt hat, dass es so und so ist, glauben die Betroffenen immer noch, dass sie schwer krank sind. Also was ist das für ein Journalist, der einfach so stehen lässt, dass Karl Lauterbach schwer kranken Menschen ihre Krankheit abspricht und sogar noch weiter Desinformationen verteilt? Die Aufgabe des Autors in diesem Artikel wäre gewesen, zum Beispiel darauf hinzuweisen, dass ein Professor Schiefer Karl Lauterbach heftigst widersprochen hat zu seiner Aussage in seinem zweiminütigen Kaltext-Video, in dem er bei ihm selbst kommentiert hat, Zitat, leider decken sich Ihre Äußerungen zum Schweregrad von Post-Vac, der geringer als Long-Covid sein soll, nicht mit unserer klinischen Erfahrung. Also warum berichtet uns der Autor zum Beispiel davon nicht? Die Antwort könnte sein, dass der Artikel uns vor allem eines zeigen soll, nämlich die Impfung ist sicher und dass jeder, der auch nur irgendwas anderes sagt oder eine andere Meinung ist, ganz klar ein Verschwörungstheoretiker ist. Denn wir sind immer noch nicht am Ende. Es geht noch weiter, es wird noch einer oben drauf gesetzt. Jetzt kommt hier ein Zitat von der Virologin Ulrike Protzer von der TU München. Sie sagt, unter den im Netz zirkulierenden Post-Weg-Berichten gibt es aber eine Menge Fehlinformationen, die teils aus Russland gestreut werden, wie Kommunikationsspezialisten belegt haben. Weiß ich überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Also hier wird es wirklich einfach so absurd, dass mir ehrlich gesagt komplett einfach die Worte fehlen. Erst müssen wir uns mit Dingen wie einem Attila Hildmann auseinandersetzen. Ende Juli hat er einen sogenannten Lagebericht verbreitet, in dem er Felicia Binger persönlich angreift. Sie hört das gerade zum ersten Mal. Nochmal, die Binger ist eine bezahlte Schauspielerin. Der uns sagt, wir wären überhaupt gar nicht geimpft und wir wären vom Staat bezahlt, um zu behaupten, wir seien geimpft, wie auch immer da die Logik ist, aber darum geht's nicht. Am Ende sind wir einfach nur alle schwer krank, wollen Hilfe und werden ständig in neue Theorien und Ideen verwickelt, die einfach überhaupt nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Information von Post weg, aus Russland gestreut, wie Kommunikationsspezialisten belegen. Alles, was ich über Post weg gesagt habe, war in Interviews mit verschiedensten Journalisten, die mir einfach nur Fragen gestellt haben und ich meine Antwort dazu gegeben habe. Und ich weiß nicht und verstehe nicht, warum da nicht mal jemand hinschaut und sagt, wie kann es sein, dass ihr diese Behauptungen aufstellen dürft? Bitte belegt mir das. Das geht wirklich in eine Richtung. Das, was ist das? Verleumdung? Volksverhetzung? Ich weiß es nicht. Hier wird gerade wieder einfach irgendeine Information in den Raum gestellt. Wo ist das Beispiel? Was für eine Fehlinformation soll das sein? Ich verfolge sehr genau die Berichterstattung und die meisten Menschen, die da sprechen, kenne ich sogar, mit denen bin ich vernetzt. Ich weiß, wie krank die sind und wie schlecht es denen geht. Und ich kenne natürlich um meinen eigenen Gesundheitszustand und um meine eigenen Aussagen. Und ich weiß wirklich beileibe nicht und ich verfolge alles, wo da die Fehlinformationen sind. Und nur um das auch nochmal klar zu sagen, also Menschen oder Organisationen, die wirklich aktiv vor der Impfung Angst verbreiten wollen, die benutzen nicht den Begriff Post-Weg-Syndrom.
Und hier haben wir jetzt am Ende auch nochmal ein Zitat von Frau Dr. Protzer, an dem man auch nochmal sehen kann, worum es dem Autor von diesem Artikel hier ging. Dass die Impfstoffe sicher sind und wir ein sensitives System haben, zeigt die Nachverfolgung in großen Kohorten, international und besonders in Deutschland. Damit können wir schnell reagieren und Verdachtsfällen akribisch nachgehen, so Protzer. Dass man in Deutschland überproportional viele Meldungen zu PostVac hat, deutet ja gerade darauf hin, dass hier eben nicht alles unter den Tisch gekehrt wird, wie oft behauptet wird. Abschließend möchte ich noch sagen, dass für mich der eigentliche Skandal ist, dass wir inzwischen Erkenntnisse darüber gewonnen haben, wen vor allem es trifft, wen vor allem PostVac trifft. Wir haben Erkenntnisse darüber inzwischen durch die Behandlungen und es wird einfach so weitergemacht. Es gibt keine angepasste Empfehlung. Es gibt auch noch nicht die Behandlung. Darauf wird dich hingewiesen und das finde ich persönlich den größten Skandal. Ich werde euch den Artikel nochmal verlinken und euch verschiedene sehr, sehr gute Berichte auch über PostVac nochmal unten verlinken. Teilt mir gerne eure Meinung dazu, schreibt gerne in die Kommentare, teilt das Video sehr gerne und wir sehen uns bestimmt bald wieder im nächsten Video.